Hallo Tobias, aka Stugrumme hier und ich berichte heute vom Corona-Bildungsserver von einem Projekt, was Ende März stattgefunden hat und wo wir, auch, was auch im April an jedem Donnerstag 16 Uhr stattfinden wird, mein Handy. Wir schließen uns da an einem Projekt, was es in Minecraft schon gibt. Man findet das beschrieben bei der Handyaktion NRW oder bei der Jungen Akademie Wittenberg. Also j-a-w.de/mein-handy kann man in Minecraft sich eine Map runterladen und kann sich Orte der Handyproduktion angucken, die Jugendliche gebaut haben. Wir haben auf dem Corona-Bildungsserver gesagt, wir machen das mal nach, wir bauen das mal weiter. Und der erste Teil hat heute oder hat am Ende März stattgefunden und wir haben hier sind Jugendliche, Kinder und Jugendliche verschiedene Minen gebaut. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Das zeigt dieses Buch, was ich eben gerade aus der Truhe geholt habe. Zinnabbau in Indonesien. In Indonesien geben viele Menschen ihren Beruf als Bauer oder Fischer auf, weil es erfolgreicher, attraktiver erscheint, in Minen zu arbeiten. Man scheint da mehr Geld zu verdienen und weil auch Minen dann gebaut werden, wo vorher Landwirtschaft war. Warum betrifft es uns, wenn Menschen ihren Job aufgeben, ihre Karrieren aufgeben, ihr Leben ändern, nur für Zinn, für Zinnminen? Ich kann das ganz deutlich sagen: Zinn ist eins der wichtigsten Rohstoffe für unsere Handys. Alle Lötstellen in den Handys sind aus Zinn. Es ist ein ganz wichtiger Rohstoff, ohne das gäbe es kein Handy. Wer das im Detail noch ein bisschen mehr durchlesen will, findet das neben der Webseite auch hier in diesem Buch. Und Zinn wird einmal am Land abgebaut und einmal auf dem Wasser. Und dabei ist relevant, dass immer Kinder mitarbeiten und dass es immer schlechte Arbeitsbedingungen sind. Das heißt, ich bin in der Regel bin ich im Wasser, im Schlamm den ganzen Tag. Oft rutscht, da gibt es auch Erdrutsche, es werden auch Menschen verschüttet, die auch manchmal sterben, oft nur, manchmal auch verletzt werden. Und all das ist in einem klassischen Handy nicht geregelt, ob das. Wie die Arbeitsproduktion war, wie die Arbeitsbedingungen waren. Das heißt, wenn man nicht wirklich versucht, ein faires Handy herzustellen oder zu kaufen, weiß man nie, kann man davon aus oder weiß man nie, wie die Arbeitsbedingungen waren oder kann davon ausgehen, dass die Arbeitsbedingungen schlecht waren. Ich zeige euch heute mal die Minen, die entstanden sind. Ich habe das zwar versucht aufzunehmen bei den letzten Präsentationen, aber irgendwie sind die Bilder weggekommen und deswegen seht ihr jetzt von mir die Mine. Das ist eine Schlammmine, deswegen aus Erde gebaut. Der Wunsch der Gruppe wäre gewesen, dass es nicht grün zuwächst, weil das schon auch einen gewissen, also dem Eindruck nimmt, dass es sich um eine Schlammmine handelt. Wir haben eine zweite Mine, die sich auch an diesen Bildern, also es gab Bilder, konnte man sich angucken, die findet man auch bei uns auf den Webseiten, wie die Mine tatsächlich aussehen. Und hier ist das Ähnliche, man hat sich an einer Schlammmine orientiert und hat die und sieht halt hier, wie in dem Wasser müsste man jetzt reingehen, um da drinnen nach Zinn zu graben. Das sind die beiden Landminen. Ich werde jetzt mal Licht machen, damit wir das besser sehen können, die Dinge und gucken wir mal weiter. Hier sollte eine Plattform für das Auswaschen von Zinn im Sand gebaut werden und hier hinten gibt es eine weitere Plattform mit zwei Schiffen, wo Zinn ausgewaschen wird. Man muss dazu sagen, das Zinn wird mit Schwermetallen ausgewaschen und der ganze Boden weggesaugt. Und das führt dann dazu, dass es am Ende total verschmutztes Wasser ist. Also dagegen sieht es hier schön aus. So schön ist es in Wirklichkeit nicht. Eine letzte Gruppe hat ihre Zinnmine hier oben gebaut, weil sie nicht keinen Zugriff auf die Bilder hatten. Ja, und die haben extra einen Zaun um die Mine gebaut, weil ihnen ein Schaf reingefallen war und das wollten sie nicht, dass ihnen nochmal ein Schaf da reinfällt. Und ich kann ja mal durch die Mine gehen, weil sie haben dann das Schaf hier reingeschubst und mussten es dann wieder hier weiter schubsen, bis es dann am Ende hier wieder rausschieben konnten, das Schaf. Also auch eine lustige Geschichte, was so beim Minenbau passiert, vor allem wenn man tierfreundlich arbeiten möchte. Das passiert jetzt in dem Fall in Minecraft oder in Minetest, aber vielleicht auch an anderen Stellen. Das war mein Bericht von Thema Mein Handy 1, die Zinnmine.
Wie gesagt, im April jeden Donnerstag 16 Uhr bauen wir weiter an mein Handy, an Orten der Handyproduktion, an problematischen Orten der Handyproduktion. Und am letzten Donnerstag im April ist geplant, dass wir daraus eine Rundreise von Journalisten machen, von einem Ort zum anderen. Ähnlich wie man sie jetzt schon in Minecraft erleben kann, wenn man sich das Spiel Mein Handy runterlädt. Ja, das war Tobias aka Stokromi. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.